Frau Präsidentin, meine Damen und Herren, dass viele, zu viele Kinder in Deutschland in schwierigen familiären Verhältnissen aufwachsen, ist, glaube ich, hier im Hause unbestritten. Dass darunter die finanziellen Sorgen einen hohen Rang einnehmen, ist ebenso klar. Mütter und Väter haben oft finanzielle Probleme, weil sie keinen Arbeitsplatz haben oder nur Teilzeit arbeiten können oder aus welchen Gründen auch immer, vielleicht auch, weil die Familienbezahlung nicht ganz ausreichend ist, weil sie schlecht ausgebildet sind oder weil es ebenso gekommen ist, irgendwie Scheidung, Verschuldung, Job weg, Boden unter den Füßen verloren. Viele Kinder erleben diese schwierige Situation des Verzichtes, des Familienstress, des familiären Stresses, beschämt sein von Mitschülern, der Aggression oder der empfundenen Ungerechtigkeit als vollkommen normal. Es ist ihr Alltag als scheinbar unveränderbar. Ich sage Ihnen eins: Die bescheidenen Zukunftsträume und Wünsche dieser Kinder sind beschämend für uns und unsere gesamte Gesellschaft. Aber Frau Zimmermann, was Sie gerade sich hier geleistet haben, hatte überhaupt nichts mit dem Thema zu tun, wenn Sie immer wieder hingehen und verquicken all das mit der Hartz-IV-Reform. Ich sage Ihnen, Hartz-IV verhindert Armut. Hartz-IV ist das, was wir eingeführt haben, damit wir die Menschen nicht in Armut leben lassen. Es gibt eine neue Bertelsmann-Studie. Die ist, glaube ich, drei Tage alt. Die weist darauf hin, dass wir 59 Gutachten haben in Deutschland, die sich mit dem Thema Kinderarmut beschäftigen. 59. Jedes geht anders da heran. Wir beschäftigen uns mit diesem Thema seit 1983. Wir haben viele Kommunen, die wirklich hier ihre Prioritäten setzen, für Kinder etwas zu tun. Ich kann das aus meiner eigenen Kommune in Nordrhein-Westfalen sagen. Wir beschäftigen uns mit Familienschulen, damit die Eltern auch vielleicht mal zu Elternabenden kommen in den Schulen, in denen ihre Kinder morgens um 8 Uhr eigentlich sein sollten, um auch Bildung zu erfahren, weil ich finde, auch das gehört zum Thema Armut in Deutschland, dass die Kinder ein Recht auf Bildung haben und dass Bildung so ausgestaltet wird, dass die Kinder auch das wahrnehmen können, aufnehmen können und wir sie fördern. Wenn ich mir das in meinem eigenen Bundesland Nordrhein-Westfalen ansehe, dann sehe ich dort große Schwierigkeiten, dass auch die Teilhabe der Kinder dort wirklich aus Verhältnissen, die vielleicht nicht ganz so gut sind, ob sie denn wirklich geleistet werden und ob hier unsere Gesellschaft das aufnimmt. Wenn wir immer wieder, wenn wir darüber reden, auch in Nordrhein-Westfalen kein Kind zurücklassen, dann kennen Sie die neuesten Studien. Sie kennen auch das, was daraus wirklich übergeblieben ist. Nein, ich glaube, wir müssen uns darüber mal im Klaren werden, dass wir hier eben halt einen ganzheitlichen Ansatz für die Kinder fahren müssen. Und ich sage Ihnen auch, wir haben in der Bundesregierung eine ganze Menge getan. Wir haben ein Bildungs- und Teilhabepaket eingerichtet. Wenn ich auf Ihren Antrag eingehe, und das will ich an dieser Stelle tun, dann tun Sie so, als gäbe es das nicht, als würden wir Kinder keine Möglichkeit geben, Nachhilfeunterricht zu bekommen. Das starten wir. Das haben wir getan mit dem Bildungs- und Teilhabepaket. Wir haben jetzt zuletzt noch einmal, und das werden Sie jetzt sehen, ein ganzes Programm aufgelegt, Kultur macht stark, Bündnisse für Bildung, das wir jetzt noch einmal verlängert haben. Auch das ist ein anderer Ansatz, noch einmal darüber nachzudenken. Und ich komme gerne noch einmal auf die Bertelsmann-Studie zurück. Diese Studie weist uns darauf hin, dass es nicht nur ein Problem der Armutsgeschichte ist in finanzieller Hinsicht, Frau Zimmermann, was Sie gerade mal in den Kontext gesetzt haben, weil wir eben über Leiharbeit, über all diese Maßnahmen damit Kinderarbeit alleine verursachen. Nein, wir sollten die Priorität auf die Kinder setzen. Und wir sollten uns wirklich mal wissenschaftlich ansehen, was die Kinder wirklich benötigen. Wir sind auf einem guten Weg in Deutschland. Wir sind auf einem guten Weg. Das beweist auch diese Studie. Das beweist auch diese Studie. Und ich denke, also ich sag Ihnen an dieser Stelle mal eins. Eine Kindergrundsicherung an der Stelle wäre für mich nur machbar, wenn diese Gelder auch in der Tat beim Kind ankommen.
Und das ist nicht gewährleistet. Das sage ich Ihnen auch. Für mich ist wichtig, dass ich das Kind stärke in Deutschland. Das werden wir auch in Zukunft tun müssen. Wir werden die Kinder stärken müssen, damit sie Bildung, damit sie Erziehung und damit sie Teilhabe damit auch am Leben gewährleisten können und nicht ins Abseits gestellt werden. Das bedeutet für mich, Kinder auf Augenhöhe zu sehen, Eltern auf Augenhöhe zu betrachten, ihnen hier die wirkliche Teilhabe zu gewährleisten. Und dazu brauchen wir eine Facette von Instrumenten. Dazu brauchen wir nicht nur mehr Geld, dazu brauchen wir, müssen wir über Stadtentwicklung nachdenken. Ich habe das beim letzten Mal schon gesagt. Kinder in Ghettos werden wieder in ghettoisierte Schulen gehen. Dann werden wir dafür sorgen müssen, dass diese Kinder auch an der Stelle vernünftigerweise ein vernünftiges Bildungssystem bekommen. Wir werden dafür sind die Länder doch bitte zuständig. Sie sind doch in der Lage, jetzt in den Ländern überall daran mitzuwirken. Machen Sie es doch. Machen Sie es doch. Machen Sie es doch an dieser Stelle, damit wir vernünftigerweise darüber reden können. Und nicht der Bund kann es. Wir können Hilfeleistungen geben. Und ich denke, wir haben das getan, indem wir Kommunen, auch die Länder, entlastet haben. Und wir sollten noch eins tun. Wir sollten auch nicht nur so tun, als sei Deutschland nur in Armut verfallen. Ich weise noch einmal darauf hin, dass wir in Deutschland eine verdammt gute Konjunktur haben, dass wir mehr Menschen in Arbeit haben, wie wir sie je hatten. Und dann appelliere ich auch, und ich denke, auch das gehört für die CDU mit dazu, dass wir die Verantwortung nie abgeben würden insgesamt an die Gesellschaft. Es sind auch immer Eltern in der Verantwortung. Und, Frau Zimmermann, ich sage Ihnen auch, wenn 250.000 Kinder von der Essener Tafel leben müssen, dann sind das nicht Kinder, nicht alles Kinder, die keine Eltern zu Hause haben. Und wenn mich ein Gesamtschullehrer anruft und sagt, mich ruft eine Mutter morgens früh um 8 Uhr an und fragt mich, wie ich denn dann den Sohn in die Schule bringen kann, weil der Sohn nicht aufsteht an der Stelle, dann haben wir die Verpflichtung, die Eltern zu stärken an der Stelle. Wir haben aber auch dafür zu sorgen an der Stelle, dass das Kind dann wirklich in die Schule auch kommt. Denn wenn es diesen Weg nicht macht, wird ein Kind und ein Jugendlicher auch nie in die Ausbildung nachher gehen und nie seinen eigenen Lebensweg finden können. Diese Kette müssen wir kausal denn dann auch unterbrechen, denn wir wissen auch, dass es vererbbar ist, wenn Kinder in Kinderarmut sind. Und ich denke, das werden wir uns in Deutschland nicht länger erlauben können. Und deswegen appelliere ich noch einmal daran, dass wir wirklich gemeinsam sehen. Und gemeinsam sehe ich die Kommunen, das Land, den Bund, die Unternehmer, die Familien, ein gesamtgesellschaftlicher Konsens dafür Sorge zu tragen, dass wir nicht weiterhin eine Debatte in Deutschland führen müssen, dass wir nur arme Kinder haben. Ich möchte, dass jedes Kind Teilhabe hat, dass jedes Kind die gleichen Chancen hat. Und bitte auch nicht immer die Mehr aufmachen. Nur wenn es Steuervorteile geben würde für Menschen, die eben halt mehr Leistung bringen und dadurch auch mehr finanzielle Möglichkeiten haben. Hier ist uns jedes Kind gleich an der Stelle. Und insofern werden wir hier keinen Unterschied beim Kind machen, wenn es um die steuerliche Auswirkung geht, so wie wir das in Ihrem Antrag auch gelesen haben. Ich sage noch einmal ganz klar, ganz klar, wir sind alle gefordert, ausbildende Betriebe auch, denn es geht auch nicht nur um Kinder, sondern es geht auch um Jugendliche. Jeder ist hier gefordert. Gefordert sind auch vor allen Dingen Familien selbst, ich habe das schon betont. Eltern in ihrer Verantwortung, die wir stärken müssen, sind gefordert, ihren Kindern einen guten Start ins Leben zu geben. Dazu gehört auch Eigenverantwortung, Erziehung und aktives Streben nach Bildung. Ich danke Ihnen sehr für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Als nächstes hat der Kollege Dr. Wolfgang Strengmann-Kuhn.